Herr Professor Kirchhoff, Sie betrachten seit 4 Jahrzehnten, kann man sagen, die Welt des Rechts und der Finanzen. Krisen gab es immer, das wissen wir. Aber was ist jetzt das Besondere? In welcher Welt der Zinsen leben wir aktuell? Ich glaube, wir leben heute in einer besonderen Welt. Der Sparer ist es gewohnt, bei einer Bank seines Vertrauens sein Geld zu sparen und am Jahresende 3% Zins zu bekommen. Sein Geld ist angelegt, es ist eine Ertragsquelle, die ist leidlich sicher und er muss sich um nichts kümmern. So war das seit vielen Jahrzehnten gut. Und jetzt kommt die Europäische Zentralbank und organisiert zunächst mit ihrer hoheitsgeschützten Marktmacht einen Nullzins, also die Ertragsquelle des Sparers versiegt, da kommt kein Zins mehr heraus, und dann einen Negativzins. Das heißt, die Europäische Zentralbank beansprucht Jahr für Jahr einen kleinen Teil dieser Kapitalsubstanz. Das ist ein schwerer Eingriff in das Privateigentum der Sparer. Das Verlassen der Verabredung. Und jetzt bringen wir Frank Kohler. Die Sparda-Banken sind beunruhigt über diesen Niedrigzinskorridor, von dem man annehmen könnte oder viele annehmen, dass er zum Endlostunnel werden könnte. Was bedeutet dieser Befund, den wir gehört haben von Professor Kirchhoff und den er auch in einem Buch veröffentlicht hat, für Ihre Kunden, für die Sparer? Nun, wir reden auch seit Jahrzehnten über Themen wie Versorgungslücken, wie wird Altersvorsorge für die Menschen betrieben, und seit Jahren predigen Finanzwissenschaftler für private Vorsorge als Beispiel. Und jeder Mensch, der das tut, ist darauf angewiesen, dass er mit seinem Geld auch, wie man so schön sagt, arbeiten kann und das Geld für ihn arbeiten kann. Und diese Zielsetzung wird halt massiv erschwert. Und wir verstehen uns da im ganz klassischen Sinne als Vertreter der Sparer. Wir als reine Privatkundenbank haben keinen Firmenkundengeschäft, kein Investmentbanking, beraten nicht im M&A-Bereich, kein institutionelles Geschäft. Und wir erleben und durchleben die Situation genauso wie der Sparer, mit dem Unterschied, dass wir seit Jahren die Negativzinsen zu Lasten, zur wirtschaftlichen Last der Bank getragen haben, in der Hoffnung, dass diese Geldpolitik sich ändern wird. Das ist bis hier und heute nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Ja. Genau, seit 2014. Ist das schon so, dass Banken bestraft werden, wenn sie Geld parken wollen? Reden wir, Professor Kirchhoff, über die Europäische Zentralbank als Akteur. Die Welt des Geldes ist ja mehr oder weniger klar sortiert. Sie haben in Ihrem Buch formuliert, Geld ist geprägte Freiheit. Das ist sozusagen eine schöne Formel, hinter der sich jeder versammeln kann. In der Eurozone haben wir das System der Europäischen Zentralbanken. An der Spitze die Europäische Zentralbank mit einem klaren Mandat, auf dem Papier, muss man sagen. Und jetzt ist die Frage, was macht der Akteur EZB damit, mit diesem Mandat in der Realität? Wie wird es ausgefüllt? Das Geldeigentum ist ein besonders labiles Eigentum. Der Wert des Geldes ist nicht fix, sondern hängt ab von Löhnen und Tarifverträgen und staatlichem Verhalten und Wechselkurs. Und deswegen hat das deutsche Grundgesetz und das Europarecht, das ist einmalig, eine eigene Institution, die Zentralbank, eingerichtet, die nur eine Aufgabe hat, den Wert des Geldes in Preisstabilität zu gewährleisten. Das heißt, die Zentralbank ist der Garant des Geldes. Und jetzt geht die Zentralbank dazu über, Staaten zu finanzieren, auch Verwaltungsaufgaben gegenüber den Banken zu übernehmen. Und damit wird sie vom Garanten zum Gegner des Geldes. Sie kann, wenn diese Entwicklung so weitergeht, langfristig ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen, weil sie den Staaten, die schon sehr hoch verschuldet sind, durch einen Nullzins und eine Zinssubvention, die Staaten bekommen Geld, wenn sie Kredite nachfragen, im Grunde die wirtschaftliche Selbstverständlichkeit, dass man Kredit erwerben muss, indem man dafür etwas zahlt, wenn man es überlassen wird, aus dem Weg räumen. Und jetzt kann die Zentralbank, wenn es schwierig wird, sie muss bei Inflation oder Deflation durch unterschiedliche Zinssätze gegensteuern, sie kann nicht mehr gegensteuern, weil sie abhängig ist von den Staaten, die etwa, wenn man den Zins erhöhen würde, das nicht mitmachen wollen. Sie gibt ihre eigene Unabhängigkeit, die ein ganz großer Vorzug der Europäischen Zentralbank ist, Modell Deutsche Bundesbank, von sich aus auf.
Und jetzt kommen wir wieder zu den Banken zurück. Herr Kohler, wie immer im Leben gibt es Interessenkonflikte zwischen verschiedenen Akteuren. Professor Kirchhoff hat es beschrieben in seinem Buch und auch im Gespräch. Wir haben die Wirtschaft, wir haben die Politik, wir haben die Notenbanken, aber wir haben eben auch die Geschäftsbanken. Und jetzt könnte man fragen oder müsste man wahrscheinlich fragen, warum lässt die Politik die Europäische Zentralbank in dieser Art und Weise gewähren, schon so viele Jahre lang, und das Mandat überdehnen? Und auch natürlich die Banken, die da auch im Kessel mit drin sind. Die Politik profitiert von dieser Politik, ganz klar. Also alle Staatshaushalte profitieren von Negativzinsen, die südeuropäischen Staaten ebenso wie der deutsche Staat. Wenn Sie sich die Haushaltsergebnisse der letzten Jahre anschauen und würden die mal bereinigen um den Effekt der Negativzinsen, dann wäre die Bilanz des bundesdeutschen Finanzministers nicht ganz so gut, wie sie vermutlich erscheint. Insofern gibt es eine große Interessenslage der Staaten an dieser Negativzinspolitik. Sie geht allerdings zulasten der Bürgerinnen und Bürger. Und am Ende der Kette steht der Bürger, der Sparer und die Geschäftsbanken. Lassen Sie uns ein bisschen reden über die Rechtsfolgen und über auch sozusagen die große Szenerie rund auch um Geldwertstabilität. Sie haben es angesprochen, Professor Kirchhoff, und Inflation. Also Geldwertstabilität ist erstmal grundsätzlich, das wird nicht bestritten, nobelstes Ziel von Notenbanken, vor allem der Europäischen Zentralbank. Was aber passiert eben nun in Krisen wie zum Beispiel der Pandemie, die wir durchleben? Es lohnt natürlich dann auch den Blick auf die internationalen Akteure. Und jetzt schaue ich auch noch mal Herrn Kohler an. Wenn man auf internationale Akteure schaut, wie zum Beispiel die amerikanische Federal Reserve Bank, die agiert anders. Warum wird dort anders agiert? Ich bin auch kein Insider, warum sie es anders machen, aber de facto machen sie es anders, und ich glaube, es gibt sehr gute Gründe dafür, weil Negativzinsen ist an sich schon ein Experiment, was wir bis dato nicht gesehen haben. Die Federal Reserve hat bisher auf Negativzinsen verzichtet, und auch die japanische Zentralbank, die ja oft zitiert wurde aus den letzten Jahrzehnten, hat lange Nullzinspolitik gemacht, aber keine Negativzinspolitik. Und ich glaube schon, dass wir in gewisser Hinsicht über ein Experiment reden, wenn man sich vergegenwärtigt, welchen Sinn Geld eigentlich hat, wenn man das seinen Kindern vermitteln möchte. Anfangen als Tauschgeschäft, tausche Huhn gegen Stuhl. Ersetze das dann irgendwann durch Edelmetall, Gold als Wert, auch schwer durch die Gegend zu tragen, drucke dann Geld und verlinke es mit dem Edelmetall, und irgendwann geht diese Verlinkung verloren. Und mittlerweile ist es so, dass dieses Tauschmittel, was die Menschheit sich geschaffen hat, einen negativen Wert an sich haben soll. Da soll und muss man meines Erachtens schon die Frage stellen, ist dieses Experiment ein tragfähiges? Fazit, die Europäische Zentralbank hat in den letzten Jahren ein Experiment durchgeführt, und ganz nüchtern, dieses Experiment ist gescheitert. Professor Kirchhoff, lassen Sie uns über die großen Hühner sprechen, wenn ich das Bild von Frank Kohler hier aufnehmen darf. Also was wir erleben bei Geldwertstabilität in Europa, im europäischen Zusammenhang, ist ja die Staatsverschuldung. Sie haben das beide angesprochen, in Europa, die ja nicht erst seit diesen krisenhaften Zeiten zu hoch ist. Dann haben wir Billionen Anleihekäufe durch die EZB erlebt. Wir haben ein Gerichtsurteil des EuGH erlebt 2018, der das gut befunden hat, und ein Bundesverfassungsgericht in Deutschland 2020, das gesagt hat, das ist nur teilweise in Ordnung. Und jetzt haben wir als neueste Bewegung in diesem Spiel und als neueste Karte ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland, noch mit einer Überlegungsfrist und einer Kommentarfrist. Aber worum geht es hier im Kern? Was hat das Ganze dann am Ende noch mit Inflation auch zu tun? Also das Problem liegt darin, und das war den Gründern der Europäischen Union bewusst, dass es schwierig ist, wenn wir eine Währungsunion haben, aber nicht eine Wirtschaftsunion. Also die Staaten haben ihren eigenen Haushalt, wir haben eine gemeinsame Währung, aber wir können die Haushalte, die in der Demokratie von den Parlamenten entschieden werden, nicht koordinieren. Und deswegen setzt der Vertrag klare Grenzen für die Staatsverschuldung. Erstens, keiner darf sich höher verschulden als 60% seines Bruttoinlandsprodukts. Das ist eine Regel. Die ist, ich spreche nicht von der Pandemie jetzt, da gibt es Ausnahmen, die ist von fast allen Staaten regelmäßig überschritten worden. Manche sind jetzt bei 150, Griechenland ist über 200, Tendenz steigend. Also man missachtet gerade das Recht, das die Gründer der Währungsunion als Maßstab zur Disziplinierung der Staaten begründet haben. Der zweite Punkt, der Vertrag sagt ausdrücklich, dass ein Staat, wenn er einen Kredit sucht, diesen am Markt suchen muss.
und nicht das Geld von der Europäischen Zentralbank bekommen kann. Das bedeutet schlechte Bonität, hohe Zinsen. Nicht? Das ist ein großes Sicherungsmittel, ein Mechanismus der Wirtschaft gegen überhöhte Staatsverschuldung. Und das Dritte, die Verträge betonen ausdrücklich die Finanzautonomie der Mitgliedstaaten. Wenn jemand mit seinem Haushalt, ein Staat, die Harmonie der Währung stört, muss er als Verursacher dieser Störung die Sache in Ordnung bringen. Es gibt keine Haftungsunion, dass sich der eine großzügig zeigt mit seinem Geld gegenüber seinem Bürger und der andere, der etwas sparsamer ist oder hat auch vielleicht eine bessere Wirtschaft, der müsste das bezahlen. Und das ist im Grunde auch der Konflikt, den Sie ansprechen. Dann sind wir in der Wirklichkeit zurück und dann haben wir den Sparer. Sagen wir mal Frau Meier-Müller-Schulze, Herr Kohler, der Sparer XY. Und der sagt, Mensch, eure Verträge sind mir herzlich egal. Ich habe da dieses Sparguthaben, ich habe da diese 50.000 Euro, ich möchte die zu euch als Bank bringen. Und ich frage mich, wenn eine Inflation, die jetzt schon bei um die 2 liegt, vielleicht am Ende des Jahres bei 4 liegt, was ist mein Geld in 5 Jahren dann eigentlich noch wert? Was antworten Sie? Erstmal ist die Frage zutiefst berechtigt und es ist eine Sorge, die wir ernsthaft genauso teilen. Da sind wir exakt an der gleichen Stelle. Und es ist tatsächlich aktuell ein Dilemma. Viele Banken, wie auch wir, führen Verwahrentgelte ein. Man kann das jetzt allerorten nachvollziehen. Gerade in den letzten Monaten immer mehr Banken führen Verwahrentgelte ein und die Freibeträge für diese Verwahrentgelte sinken kontinuierlich und dynamisch. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Banken seit Jahren die wirtschaftliche Last der Negativzinsen tragen, dass jetzt in gewisser Hinsicht ein Kipppunkt erreicht ist, weil sie das einfach wirtschaftlich nicht mehr können und damit jetzt diese Negativzinsentwicklung in die Breite der Bevölkerung kommt. Und das ist aus meiner Sicht in der Tat ein sehr gefährlicher Punkt, weil nicht per se und nicht für ein ganzes Vermögen ist die, ich möchte fast sagen, erzwungene Aktienanlage eine gute Idee. Für einen Teil sicherlich ist es das immer und auch immer schon gewesen. Aber ich kann nicht ernsthaft einem Menschen empfehlen, der 50.000 Euro hat, da fleißig spart, zu sagen, die 50.000 nimmst du mal und packst sie auf den Sparbuch. Im Übrigen ist das auch nicht Sinn und Zweck, dass der Bürger nur eine einzige Auswahlmöglichkeit hat, um überhaupt noch einer Geldentwertung, die ja per se jetzt eben schon stattfindet, durch Negativzins entkommen zu können. Also in der Tat ist der Sparer in einer gewissen Zwickmühle. Deutschland ist kein Land der Aktienkäufer und insofern ist man doppelt gekniffen. Jetzt kommen wir nochmal auf die juristische Kurve. Professor Kirchhoff, mit einem ganz kurzen Mini-Ausflug. Wir haben eine Konfliktlinie zwischen EU-Recht und nationalem Recht, aber auch eine Konfliktlinie zwischen dem Schutz des Spareigentums, das eigentlich gegeben ist nach Artikel 14 Grundgesetz, wenn ich es recht nachgelesen habe, und nach der EU-Grundrechtecharta. Und jetzt müsste man fragen, spitz fragen, was macht die EZB aus dieser Verpflichtung? Nimmt sie es einfach nicht zur Kenntnis oder ist sie selber in einer Zwickmühle? Sie nimmt sie nicht zur Kenntnis. Also das sind Eingriffe in das Privateigentum und das darf nach Europäischer Union und deutschem Verfassungsrecht nur der Gesetzgeber. Wir sagen, Grundrechtseingriffe stehen unter Parlamentsvorbehalt. Das darf die EZB nicht, schon gar nicht, weil sie ja gerade vom Gesetzgeber unabhängig ist. Ne? Aber das ist ihre Kompetenz nicht und wenn sie dennoch sich anheißt, das zu tun, ist das europäisch ein Nichtrechtsakt. Die Bundesregierung, die nach unserer Verfassung gebunden ist, muss dagegen vorgehen. Die Deutsche Bundesbank, die ja in der Europäischen Zentralbank in den Gremien vertreten ist, muss sich dagegen wehren. Wir brauchen diesen Wendepunkt und dieser Wendepunkt heißt ganz schlicht zurück zum Recht. Und hier ganz konkret zurück zur Freiheit des Sparers, der als Eigentümer sagt, ich will mir ein Stück ökonomischer Freiheit aufsparen. Das will er. Wenn Frau Lagarde sagt, die Deutschen sparen zu viel, dann sage ich, nein, die Deutschen haben in Freiheit entschieden, wir wollen sparen. Und wenn man dann sagt, ihr könnt ja Aktien kaufen oder in Fonds anlegen, das ist so ähnlich, als würde man einem sagen, der Ingenieur werden will, du kannst ja auch Schreiner werden. Nein, das will er nicht. Er bestimmt über sein Geld, Eigentum. Das ist das, was mir zu eigen ist und mir die Verfügungsgewalt über dieses Wirtschaftsgut gibt. Und jetzt sind wir gemeinsam an der Schlusskurve angekommen und können das, was wir vorher formuliert haben, nochmal auf den Punkt bringen. Herr Kohler, wenn Sie bitte den Anfang machen. In der besten aller Welten müsste eine Zinspolitik wahrscheinlich so aussehen, dass sie den Sparer, die Volkswirtschaften und wahrscheinlich auch noch die Demokratie in den Blick nimmt und ausgewogen betrachtet. Wie müsste diese Welt dann aussehen? Wie wäre Ihre Forderung an die EZB und an die Politik? Ich glaube, Professor Kirchhoff hat gerade eben gesagt, zurück.
Und tatsächlich, auch wenn das überhaupt gar nicht unserer Mentalität entspricht, aber in dem Fall ist es vermutlich tatsächlich ein Stück weit Rückbesinnung. Das fängt in der Struktur an. Professor Kirchhoff hat vorhin richtigerweise gesagt, die EZB ist nach dem Vorbild der Bundesbank gebaut worden. Das findet man heute aber nicht zwingend mehr. Und das geht mit Funktionstrennung los. Eine Währungshüterin ist nicht gleichzeitig auch eine Bankenaufseherin. Und eine Bankenaufseherin ist keine Verbraucherschützerin. Und alle drei sind im Übrigen keine Klimapolitikerinnen. Und wenn wir heute das Aufsichtswesen uns anschauen, Währung, Bankenaufsicht, Verbraucherschutz bis hin zu Klimapolitik, fühlen sich auf einmal alle Institutionen in allen Bereichen aufgerufen, aktiv Politik zu machen. Das ist eigentlich nicht ihr Mandat. Ohne Eigentliches ist nicht ihr Mandat. Und diese Strukturen so aufzusetzen, wie sie ursprünglich gedacht waren, ist meines Erachtens eine gute Idee. Und dann tatsächlich dem ursprünglichen Mandat zu folgen, Geldwertstabilität sicherzustellen. Und Geldwertstabilität ist kein willkürliches Ziel. Es ist ziemlich hart definiert. Eigendefinition würde ich auch mal in Frage stellen der EZB und diese konsequent verfolgen. Es kann ja nicht sein, als die Inflation zurückging, war das zunächst auch sehr rohstoffpreisgetrieben. Das hat keinen interessiert. Wenn heute die Inflation steigt und das wird mit Rohstoffen begründet, dann hören wir, ich kann das schon fast nicht mehr hören, da sehen wir hindurch. Und trotzdem erleben wir hier und heute eine Inflationsentwicklung, die auch deutlich oberhalb der Prognosen der Zentralbank liegt. Und insofern ist im Prinzip die Aufforderung, zurück zum eigentlichen Mandat zu kommen. Der Schlusssatz gebührt Professor Paul Kirchhoff. Sie haben angedeutet, eine Kehrtwende ist zu vollziehen. Bezogen auf das, was Sie sich quasi in der besten aller Welten einer Zinspolitik von der Europäischen Zentralbank wünschen, wo müsste der Anfang gemacht werden? Bei der Nullzinspolitik oder bei dem Negativzinsbereich? Zunächst einmal, es muss das Sparguthaben wieder ertragsfähig sein. Zweitens, die Staaten müssen auf weitere Verschuldung verzichten, europarechtlich, weil sie über 60% sind, nach deutschem Verfassungsrecht sowieso. Drittens, das Steueraufkommen, das bei uns der deutsche Steuerzahler zahlt, wird nur verwendet für Anliegen der Steuerzahler, also deren Gemeinwohl, und nicht über den Zins zur Finanzierung des Finanzmarktes. Das ist nicht die Idee der Steuerzahlung. Und viertens, Euro ist gleich Euro. Der Generalisierungsauftrag der Europäischen Zentralbank sichert jedem, wo auch immer, der einen Euro in der Hand hat, den gleichen Euro. Und da gibt es nicht eine Nullzinspolitik für die Sparer, aber keine oder Negativzins, aber keine Negativdividende für die Aktionäre. Nicht? Wenn schon, dann muss man über alle Anlageformen nachdenken und plötzlich sind wir bei unseren demokratischen Idealen Freiheit, Gleichheit, Sicherheit. Das war ein schönes Finale. Vielen Dank für Ihre Expertise und das Gespräch, Professor Karl Kirchhoff. Vielen Dank, Frank Kohler. Dankeschön. Gerne.